Sie bringt das Eis zum Schmelzen, Tamara Sedmak. 3900 Meter über Meer, tief unten im ewigen Eis vom Zermatter Gletscherpalast, präsentiert die vielbeschäftigte Moderatorin für die Schweizer Illustrierte sinnlich verführerische Mode. Auch für die erfahrene Tamara Sedmak keine ganz einfache Aufgabe. Und dann rutscht man vor allem auf dem Eis, weil es so glitschig ist und ich habe ja hohe Stöglischuhe an. Also es ist wirklich nicht so ein einfaches Shooting. Aber es macht trotzdem sehr viel Spass, weil mit dem Adrian ist es einfach schön zu fotografieren. Zum ersten Mal für mich und ich hoffe nicht das letzte Mal. Wäre ja auch ein Jammer bei diesem Anblick. Ein paar Schweizer haben sich schon im deutschen Showbiz versucht. Doch nur wenige haben es geschafft, viele sind wieder zurück in die Heimat gekommen. Anna Meyer ist für Tamara ein gutes Beispiel, warum das so ist. Ich glaube, dass viele einfach lieber in der Schweiz wohnen als in Deutschland. Und Anna Meyer hat auch noch ein Kind. Ich würde mein Kind ehrlich gesagt auch lieber in die Schweizer Schule schicken als in die deutsche Schule. Tamara ist mit dem deutschen Produzent Norbert Dobeleit liiert. Leben tut sie in München und Berlin. Ihre Heimat Schweiz vermisst sie aber schon ab und zu. Ja, ab und zu schon, aber ich bin ja viel da. Also ich besuche wirklich meine Eltern viel und das sind ja für mich keine Distanzen. Also irgendwie hockst du schnell ins Auto oder in den Zug und dann bist du in 3-4 Stunden von München bist in der Schweiz und von Berlin. Okay, dann musst du halt das Flugzeug nehmen, was ich ungern mache, wegen der Umwelt. Sie bleibt also noch ein bisschen in Deutschland, unser schöner Schweizer Export. Zurückgelassen tut sie uns aber die wunderschönen Bilder, die sie jetzt in den aktuellen Schweizer Illustrierten sehen.